Die Ambulanz für intensivmedizinische Nachsorge richtet sich an ehemals kritisch kranke Patienten, die auf der Intensivstation gelegen haben, für in etwa einen Zeitraum ab 4 Tagen, sagen wir, dass sie sich bei uns vorstellen können. Je länger die Patienten auf der Intensivstation liegen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Organdysfunktionen gelitten haben, sonst würden die eben nicht auf dieser Intensivstation liegen. Und ab da macht es auch Sinn, wenn man eine Organdysfunktion erlitten hat, dass man da halt eben nachversorgt und nachschaut, was davon übrig geblieben ist. Die Patienten haben oftmals ein sogenanntes Post-Intensive Care-Syndrom. Das ist ein Syndrom, das letztendlich viele Dinge zusammenfasst, unter anderem physische Beschwerden, chronisches Fatigue-Syndrom, posttraumatische Belastungsstörungen sind häufig, Angststörungen eher so in dem psychologischen Bereich, aber auch Organdysfunktionen, von denen die Patienten nicht unbedingt wissen, also dass zum Beispiel die Nierenfunktion sich noch nicht erholt hat, wenn sie im Rahmen des intensivmedizinischen Verlaufs ein akutes Nierenversagen hatten. Also wir schauen uns die Patienten genau an. Was war das Ursprungsproblem, weswegen sie auf der Intensivstation waren? Was haben die für Folgeerscheinungen gehabt? Komplikationen und so weiter und schauen dann spezifisch auf diese Organdysfunktionen, auf die Psyche, auf das Physische, wie ist die Lebensqualität und versuchen uns dann letztendlich einen individuellen Fahrplan für die Patienten aufzusetzen. Die Patienten sind total dankbar, weil sie halt eben sagen, dass eben dieser Fahrplan total fehlt, dass sie teilweise nach Hause gehen und überhaupt nicht wissen, was überhaupt gewesen ist, weil teilweise erinnern sich die Patienten nicht an diesen intensivmedizinischen Verlauf. Und wissen dementsprechend auch nicht, was alles passieren kann. Und was sie aber auch sagen, ist, dass es halt sehr hilfreich ist, jemanden zu haben, der eben Expertise im Bereich der Intensivmedizin hat, der weiß, wie man sich auf einer solchen Intensivstation fühlt, wie das da so abläuft. Und die sind halt sehr, sehr dankbar und denen geht es auch deutlich besser, muss man sagen.